Die Türkei setzt ihre angekündigte Militäroffensive Olivenzweig in Syrien in die Realität um und geht nun gegen jene kurdische Milizen vor, welche die Stadt Afrin im Norden Syriens kontrollieren. Der türkische Regierungssprecher Binali Yildirim gibt bekannt, dass Bodentruppen seit Sonntagmorgen einmarschieren. Dabei werden die türkischen Truppen von der Freien Syrischen Armee unterstützt. Mit diesem Schritt greift die Türkei nun jene kurdische Miliz an, die mit den USA verbündet ist. Bereits seit Samstag geht die Türkei gegen kurdische Truppen vor. Dabei werden mehrere Stellungen der Milizen bombardiert. Bei dem Angriff am Samstag werden laut der kurdischen Nachrichtenagentur Firat 6 Zivilisten und 3 kurdische Kämpfer getötet. Das Vorgehen von Seiten der Türkei wird in Berlin und Moskau kritisch betrachtet. So heißt es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin: Wir rufen alle Beteiligten auf, jetzt besonnen zu handeln und keine neue Gewalt aufkommen zu lassen. Während türkische Truppen immer weiter in die Region rund um die Stadt Afrin vordringen, hat Russland indes seine Soldaten dort abgezogen. Dies sei geschehen, um den Truppen Sicherheit zu gewährleisten, heißt es aus dem Verteidigungsministerium. Es ist nicht das erste Mal, dass die Türkei im Norden Syriens militärisch aktiv wird. Schon im Jahr 2016 ging man hier ein Bündnis mit den pro-türkischen Rebellen ein, um IS-Dschihadisten von der syrisch-türkischen Grenze fernzuhalten.